Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Underwater Tackle Tutorial. In diesem Video zeige ich dir, wie man den sogenannten Clinchknoten bindet. Den Clinchknoten benutzt man immer dann, wenn man zum Beispiel eine Öse mit einer Schnur verbinden will. Und so wird er gebunden. Also, wie eben schon erwähnt, nutze ich diesen Knoten, wenn ich meine Schnur mit irgendeiner Öse verbinden will. Zum Beispiel, wie ich hier habe, einem Wirbel. Hier sieht man auch die Öse, da will ich meine Schnur ranknoten. Oder wie hier einem Jigkopf, auch der Jigkopf hat hier eine Öse, da würde ich dann mit dem Clinchknoten meinen Fluorocarbon-Vorfach, meine geflochtene Schnur oder ranknoten. So, zu Präsentationszwecken habe ich, oder für die Sichtbarkeit habe ich wieder einen Schnürsenkel genommen. Und ein Schlüsselring. Der Schlüsselring spiegelt quasi die Öse wieder wie hier bei dem Wirbel. Also einfach nur ein Groß, damit ihr es genau sehen könnt. Diese Öse ist gleich dieser Schlüsselring. So, und jetzt beginnen wir mal mit dem Binden des Clinchknotens. Also ich nehme die Öse und dann nehme ich meine Sehne, meine Schnur und ziehe sie einmal durch die Öse durch. So. Und das, was ich jetzt mache, ist, ich werde mir ca. 15 bis 20 cm hier rausziehen, sodass ich hier eine doppelt gelegte Schnur habe. Das Stück, solange es geht, je nachdem, wie gut ihr schon seid, je länger, desto einfacher. Jetzt nehme ich meine linke Hand und halte hier mit Zeigefinger und Daumen, halte ich mir hier eine kleine Öse. Da sieht man hier diese Öse, halte ich mir fest. Und mit der anderen Hand nehme ich das überstehende Stück Sehne und wickle es 6 bis 8 Mal um die Schnur. Das Ganze mache ich jetzt hier mit dem Schnürsenkel nur ein paar Mal. So, stellt euch vor, ich habe das jetzt 8 Mal gemacht. Jetzt habe ich hier diese Öse und jetzt nehme ich das Ende der Schnur und ziehe es durch die Öse durch. So, einmal da durch. So. Und jetzt sieht das Ganze so aus. Jetzt habe ich es einmal durchgezogen. Und jetzt habe ich hier auch noch mal so eine Art Öse oder so ein Loch. Jetzt könnte ich das Ganze schon zuziehen. Aber um die Knotenfestigkeit zu steigern, ziehe ich das Ende der Schnur noch mal durch die zweite Öse durch. So. Und jetzt ziehe ich das Ganze fest. Ziehe ich hier an den beiden Schnüren gleichmäßig anfeuchten, natürlich nicht vergessen. Das mache ich hier beim Schnürsenkel nicht. Ziehe das Ganze fest. Wie immer beim Knoten zu ziehen, vorsichtig arbeiten, nicht ruckartig zusammenziehen. So, und alle Enden gleichmäßig stramm ziehen, bis das Ganze wirklich fest am Haken oder an der Öse, an der Hakenöse sitzt. So. Am Ende kann man dann das überstehende Stück Sehne abschneiden. Lasst immer ein bisschen Platz, falls sich der Knoten nochmal zusammenzieht während des Drills, dann öffnet sich der Knoten nicht aus Versehen. So. Das ist der Clinchknoten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video konnte euch helfen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Abo da, like das Video. Alles Gute. Ich wünsche euch Tightlines am Wasser. Beste Grüße, euer Underwater Tackle Team. Bye, bye.